2. Oh, stopp. Ah. Vergessen, Fensterrahmen zu aktualisieren. Haha, ich döde. So. 3, 2, 1. Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rubin Randomizer Nuzlocke Soul Link Challenge mit dem Schnitter. Und den Loldrop, den ich in Weiten des Internets wiedergefunden habe. Ja. Nachdem er gestern einfach weg war. Kurz weg, ja. David könnte ich auch eigentlich bei dir sagen, ne? Nein. Ich habe anschließend nochmal per Handy, per mobile Daten auch nochmal nachgegoogelt. Telekom hatte wieder landesweite technische Störungen. Leute, du weißt übrigens, dass... Bitte? Du weißt übrigens, dass ich jetzt... Ich stepp... bei mir nicht rausschneide. Jetzt sagt er nichts mehr. Loldrop? Hallo? Ist doch nicht erst wieder ausgetimt. Wie lange will ich jetzt fahren? Bitte? Ich dreh dir gleich den Hals um. Aber sowas von. Ey, das passt halt so gut. Ja, ja. Ich bin übrigens noch auf dem Weg zur Route 108 zurück. Yes. Was denn? Karma is a bitch. Wieso? Igelava. Auf 108 oder was? Ja. Wieso ist das? Karma is a bitch. Wieso jetzt schon wieder? Es ist ein fucking Feuertyp. Ah, okay. Ich kann mit dem quasi die Schlafpuder einsetzen. Wie soll ich denn schwächen? Mein Traum ist es, durch die 7 Weltmeere zu schwimmen. Ja, meiner auch. Mindestens. Ich habe eine Herausforderung von Schwimmer Oswald. Auf Ost. Oh nein. Nein. Warum Oswald? Christus Tentacher! Wow, Benny, kannst du mal treffen? Dankeschön. Ach, du hast auf 108 nichts mehr gefangen? Route 108 bin ich ja jetzt erst das erste Mal. Achso, ja, ich hatte ja gestern schon mein Pokémon gefangen noch. Den Omot. Also, genau. Ja, genug, für deine Zuschauer, Omot heißt Motte. Ja. Und Tüsker, weißt du im Übrigen auch schon Bescheid mit den Lavita? Ja, weiß ich. Du wirst kaum glauben, aber ich habe auch sowas wie Twitter. Und sie hat selber gesagt, das passt, das Hörnchen passt. Das Hörnchen könnte passen, ja. Aber nur könnte. Wenn der Goruba ja eine mit der Pfanne gibt. No. Igelava, bleib doch mal drin. Rauchwolke hin oder her, ich greif sowieso nicht mehr an. Hier ist ein Schiff. Ja, da gehen wir aber noch nicht hin. Ich will aber auf das Schiff. Nein, weil wir müssen später so oder so dahin. Okay. Richtig im Kopf habe. Da prügel ich mich mit der nächsten Trainerin. So, Igelava wurde gefangen. Igelava hält seine Gegner mit Flammen und Böen heißer Luft auf Distanz. Dieses Pokémon, oh, die hat vier Pokémon. Außergewöhnliche Gewandtheit dazu, Angriffen auszuweichen und seinen Gegnern gleichzeitig zu versengen. Wie nenne ich es? Wie sieht's denn aus? Feuriger Igel. Feuriger Igel. Weiblicher feuriger Igel. Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich nenne es Burn. Burn? Genau, nenn es Burnie. Ich nenne es jetzt Burnie. Weißt du, woher das ist mit Burnie gerade, was mir im Kopf schießt? Nein. Big Bang Theory, Burnernet, der nennt ihn doch auch immer Burnie. Ich gucke eigentlich The Big Bang Theory. Ich guck's auch schon ewig nicht mehr. Das sind Sachen, die mir noch so im Kopf geblieben sind. Weißt du eigentlich inzwischen das aktuelle Level Cap? Dreimal das raten, was ich jetzt nicht nach. Das Level Cap.
Genau. Dann guck mal, dass meine Pause nach. Genau, weil gestern hatte ich ja immer noch keine Internetverbindung. Die Glinde. Okay. Oh, wie süß, ein Seepaar. Ja, der bin ich schon vorbei an die Glinde. Bin am Schiff. Ja. So, Seepaar ist down. Locker flockig. Ich wollte eigentlich aufs Poké nach dem Abstand Start Select gedrückt. Vater sagt immer, das ist wieder der richtige Zeit, noch der richtige Ort dafür. Route 108. Oh, gleich kommt Route 109. Und dann bin ich in Grafelpot City. Dann müssen wir noch nach Neumalfen froh. Ja, ich bin gerade den. Das war geil. Ich hab neben dem Trainer. Ahoi da, willst du auch zum Schiffswrack? Ich hab neben dem Trainer gestoppt, wo er sich gerade nach rechts drehte und musste quasi warten, bis ich einmal umgedreht habe. Och, da ist ja einer so ungefähr. So, ich versuche gerade währenddessen mal direkt auf dem Handy nachzuschauen. Okay. Hashtag Profi, oh, jetzt kommt der nächste Pokémon. Profis bei der Arbeit. Oh, gut. Oh, gut. Oh, Dufti probiert Body Slam zu erlernen. Body Slam. Schau dir die Attacke nochmal bitte genauer an. Body Slam, Körperramme, kann Paralyse hervorrufen. 85 Stärke. Okay. Ach ja, das Level Cap ist gar nicht mal so weit hoch. Wie ist es denn? 33. Okay, da muss man jetzt arg auf die Bremse treten, ey. Ja. Weil meine Pokémon sind 30 und 31. Ich bin überlegen, Body Slam, dafür Tackle weg? Schau mal nach. Macht Body Slam nicht Rückstoßschaden? Es steht nur Körperramme kann Paralyse hervorrufen. Mehr steht dazu nicht. Ja, dann lerne es ab. Tackle weg, rein Body Slam. Body Slam ist nämlich stärker als Tackle, das weiß ich. Ja. Oh nein, Superschall, really? Verwirrt. Hat sich vor Verwirrung selber verletzt. Oh, 10 Schaden, ups. So. Wow, Lutschka. So much. Und noch bin ich auf Route 108. Yep, Dito. Es ist ein Golking. Aber da ich noch auf Route 108 bin, darf ich es ja nicht mehr fangen. Jetzt bin ich auf Route 109. Quasi so direkt nach dem Motto, jetzt bin ich auf Route 109. Ja. Kurz davor kam das Golking. So, auf Route 109 kommt... Schniebel. Oh, Schniebel ist gar nicht mal so schlecht. Aber auch wieder Unlicht, Eis diesmal. Es verhöhnt mich. Oh nein! Was heißt das? Ah, Verwirrung. Okay. Ich will es gerade eh schon fangen. Ja, es erhöht deinen Angriff und Verwirrung. Gefangen! Oh, sehr schön. Es ist ein weibliches Schniebel. Nenn es Mai aus Overwatch. Stichklaue. Schniebel klettert an Bäumen hoch, indem es seine hakenförmigen Krallen in die Rinde schlägt. Dieses Pokémon sucht nach unbewachten Nestern und stiehlt die Eier, wenn die Eltern auf Nahrungssuche sind. Davon ernährt es sich. Soll es wirklich Mai nennen? Das ist ein Eis-Pokémon, ne? Ja, aber Nuramon habe ich ja schon. Ich würde überlegen, wie nenne ich es jetzt? Nuramon ist ein Feuer-Pokémon. Ich weiß. Er hat ja gesagt, Feuer oder Eis. Wie war Mai? M-A-Y nur, oder? M-E-I meine ich. M-E-I. Genau. Warte, jetzt guck ich selber nach. Mach mal. Ja, M-E-I. Wollte ich nämlich gerade sagen. Wow, ich habe einen AP-Plus gefunden. Wo hast du das denn gefunden?
Wenn du einfach rechts durch surfst. Achso, ja, ich kämpfe mit den Trainern gerade. Ich nicht, ich versuche die gerade zu umgehen, weil das mit dem Level Cap ein bisschen blöd ist. Aha, ja gut. So, ich bin jetzt am Strand von Graffitpot City. Budogs und Papinella. Was ist denn damit? Das sind die Pokémon, die die einsetzt. Da soll ich Dufti nicht unbedingt vorne stehen lassen, oder? Ja, könnten die schon eine Kieferattacke drauf haben? Dann nehmen wir Nuramon. Ja, da hast du einfache Karten. Aber weißt du, was mir gerade so auffällt? Nein. Unser Team ist eigentlich überhaupt nicht ausgeglichen. Wieso? Ja, wenn man bedenkt, ich habe zwei Drachen-Pokémon, ich habe zwei Wasser-Pokémon, du dagegen hast zwei Feuer-Pokémon. Mhm. Ausgeglichen. Besonders weil einer der Arena-Leiter, Vasili, Ich habe aber auch Wasser-Pokémon bei mir. Ja, du hast nur einen einzigen. Tohaido. Und das kann gerade mal Surfer. Komm mal! Habe ich noch irgendwas gefangen? Mal raus. Ich habe meinen roten Pokémon jetzt für Route 109. Ja, was ist es? Vulnona. Das ist ziemlich epic. Das muss man schon sagen. Das ist schon ziemlich epic. Oh, und es kann Konfusstrahl. Ah. Erst Igelava, dann jetzt Vulnona. Schön. Schön. Jetzt nur noch einfangen. So, Vulnona pennt. Haha, mein Spyro hat sich gerade selbst vom Gift geheilt. Ach, das ist immer wieder echt super. Ja. Na komm, Wenny, komm heraus, wir wollen spielen. Und ich will dieses Vulnona haben. Ich hab das junge Glück besiegt. No. Ich mach nicht allzu viel Schaden. Da ist ein Angler auf der Insel. Ja. Oh, ich hätte auch noch ein Schwalbini fangen können. Oh. Schwalbots war nämlich mein Flug-Pokémon hier immer wieder, was ich benutzt habe. Na, wohl nun als aufgewacht. Ey, was ist das für eine Arena, die nächste, die kommt? Eine Flugarena. Ja gut, dann ist mein Dufti eh irrelevant, oder? Ja. Kann wohl nun mal auch Blut? Auf Level 30 bestimmt, ne? Ja, wahrscheinlich. So, wohl nun mal wurde gefangen. GZ? Zweifelig. Wie nenne ich es? Überleg du dir mal einen Namen. Ich lese währenddessen den Pokédex einfach mal vor. Vulnona sendet einen unheimlichen Lichtstrahl aus seinen hellroten Augen auf, um totale Kontrolle über die Gedanken seines Gegners zu erlangen. Man sagt, dieses Pokémon könne 1000 Jahre leben. Vulnova ist ein Fuchs, oder? Genau. Boah, ein weiblicher Fuchs. Du stellst Fragen. Ja, ganz schön gute, würde ich mal sagen. Ja, fällt mir echt kein Name ein. Mir würde jetzt Kitsune noch einfallen. Ich bin den Namen eh immer so unkreativ. Kenn ich. Ist denn Kitsune überhaupt? Ja, passt. Wunderbar. Da ist jetzt Kitsune. Okay. Aber ich bin jetzt echt am überlegen, welches Pokémon ich jetzt reinhole. Ich habe Gewaldro, was ich rein benutzen kann, also einsetzen kann. Ja. Igelava. Ja, wir müssen mal gucken, was ich gleich noch reinhole. Ja, deswegen. Und zumal Barschwahl ist für Milotic ganz geil. Ich bräuchte Seetracking definitiv noch. Seemon ist das ja bei mir. Seetracking, Seemon.
Müssen wir gleich mal in der Pause gucken. Definitiv. Ich hab erstmal das Tentacher hier gerade. Ich muss gerade noch die Tentachas von dem hier wegmachen. Das ist der König der Tentachas, ey. Geh währenddessen mal nach Malven Pro. Mach das. So, gegen die Trainer haben wir ja alle gekämpft. Wie viele Trainer sind das noch da oben? Keine Ahnung. Ich habe jetzt den Typen auf der Insel weggerumst. Müssten 2, 3 sein, aber wir haben auch noch einige Routen vor uns. Das ist es ja gerade. Jetzt habe ich auch das AP Plus gefunden. So, wir können rein theoretisch hier auch noch mal auf Route 118 direkt noch loslegen. Ah, toll! So. Konnte ja nicht wissen, dass die... gerade mitten in einem Kampf, ne? Ja. Sag Bescheid, wenn du draußen bist, weil dann können wir die Folge beenden. Mach ich. So. Ich schau mir mal kurz die Pokémon mal an. Ich bin draußen. Gut, dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne noch einen Daumen oben da lassen. Und bis dahin sagen wir beide schon mal Tschüssi. Tschüssi.